Hallo, ich möchte mit euch gern mal der Frage nachgehen, gibt es Beweise für Gott? Menschen sagen, beweise mir, dass es einen Gott gibt. Menschen sagen, wenn es so viel Leid gibt, so kann kein Gott existieren. Wenn es ein liebender Gott wäre, dann würde er bei einer Naturkatastrophe eingreifen und Menschen retten. Menschen fragen, wo ist Gott und wer ist Gott? Aus einer Trotzhaltung heraus konnte ich Gott nicht finden. Wenn ich Mitmenschen schon von Anfang an misstraue, wird sich durch dieses ungute Gefühl dieser Person gegenüber auch kein Vertrauen entwickeln. So ist es auch in der Beziehung zu Gott. Ein Atheist sagt zum Beispiel aus seiner Überzeugung heraus, dass er nicht mit einem Gott reden kann, den er nicht sieht. Warum sollte er dann mit einem imaginären Freund reden? Doch reden wir Menschen oft nicht mit uns selbst, gerade wenn wir uns über etwas aufregen und niemand da ist, mit dem wir reden können, dann drehen wir uns, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wie auf einem Gedankenkarussell und wir sind ständig mit diesem Problem konfrontiert. So wird man von seiner eigenen Gefühlswelt gefangen genommen. Selbst Freunde können in solch einer Situation nicht helfen. Man führt eigene Dialoge ohne Ende. Wenn Menschen enttäuschen und man sich selbst nicht mehr helfen kann, dann gibt es jedoch immer noch diesen einen Gott, von dem König David, so wie es im Alten Testament beschrieben wird, spricht. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tage trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim Höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten. Wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht: Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Oder so wie Petrus sagte: Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorget für euch. Oder in Joel: Wer den Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Gott ist durch seine Schöpfung sichtbar. Es gibt keinen Wissenschaftler, der beweisen konnte, dass es keinen Gott gibt. Bisher konnte noch niemand sagen, wie die Welt tatsächlich entstanden ist. Als ich Atheistin war, wollte ich noch nicht einmal über Gott reden, obwohl ich Christ war. War mir Gott so fern wie ein Sackreis in China. Mir war es eher peinlich, über Gott zu reden. Der Grund war, ich wusste nichts über diesen Gott. Ich habe allerdings erst später erkannt, als ich mich so ziemlich weit von der Kirche entfernt hatte, dass man durch Jesus über eine Brücke im Gebet gehen kann, um Gott im Geist näher kommen zu können. Das ist ein Versuch wert. Aber es ist niemals ein Muss. Gott ist natürlich kein Diktator. Ich sah die Kirche von fern eher als Traditionsverein, bis ich erkannt hatte, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Klar, es ist nicht leicht, wenn ich in einem schwierigen Lebensprozess bin, nach Gott zu suchen und ihn in meiner Krankheit und meinem Leiden anzunehmen. Wie soll ich Gott suchen und erkennen, wenn ich leide? Wie kann ich Gott erkennen, wenn ich das Leid in der Welt sehe? Wenn wir von Religionskriegen hören, der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen.
Menschen haben einen freien Willen. Sie können so ziemlich frei entscheiden, welchen Weg sie gehen können. Ich kann mich ganz in dieser Welt verlieren. Wenn ich das möchte, kann zum Beispiel ein Handy und vieles mehr mein Leben bestimmen. Es kommt darauf an, wie viel Raum ich diesen Dingen gebe. Hier in diesem Bild, das ihr seht, kann man im Vergleich sehen, wie groß der Unterschied von einem Playmobil-Mensch zu einem Handy ist. Das Handy kann mühelos ein Spielzeugmännchen verdecken. Oder wenn ich so ein Teil in eine Flasche fallen lasse, dann sieht man mal, wie klein so ein Spielzeug überhaupt ist. Ein Mensch hat im Vergleich zu diesem Spielzeug einen festen Willen, den er jederseits einsetzen kann. Ein Handy passt mühelos in die Hand des Menschen. Es ist möglich, dass der Mensch durch Unachtsamkeit sich selbst aus den Augen verliert. Er sich in eine virtuelle Welt begibt, die ihn wie magisch gefangen hält. So verändert sich das Größenverhältnis des Menschen zu seiner Handygalaxie. Er kann sich also für materielle Dinge entscheiden und ebenfalls den weltlichen Dingen unterordnen, wenn er das möchte. Nur, wer hat Gewalt über diese weltlichen Dinge? Hat ein Handy zum Beispiel Gewalt über mich oder habe ich Macht über das Handy etc.? Wie viel Raum gebe ich diesem technischen Hilfsmittel? Wenn ich ein anderes Ziel in meinem Leben wählen möchte, damit ich mich nicht mehr im Kreis drehen muss, dann wäre es gut, wenn ich mir ein verlässliches Ziel, in dem ich mir Christus das Lamm zu meinem Mittelpunkt wähle. Im Gegensatz zu den vielen weltlichen und materiellen Dingen kann uns das Lamm Gottes eine Richtung geben, indem wir uns Christus zuwenden, der das Lamm Gottes auch ist. Er hat verschiedene Namen und besitzt besondere Eigenschaften. Man kann sich keinen guten Charakterzug ausdenken, den Jesus nicht besaß. Sei es Liebe, Freundlichkeit, Demut, Geduld, Sanftmut, Ehrlichkeit, Selbstbeherrschung oder irgendeine andere Tugend. Und Jesus besaß nicht allein alle Tugenden, sondern zudem waren sie in ihm in vollkommener Ausgewogenheit vereint. Es lohnt sich also, dem Lamm Gottes zu folgen. Welche Rolle spielt die Kirche und der Glaube in dieser Welt? Wie finde ich zu diesem, so wie es Atheisten benennen, imaginären Freund und Gott? Wie kann ich mich in einer persönlichen Meditation im Gebet Gott zuwenden? Was im Alltag eingeübt wird, hat die Chance, im eigenen Leben viel zu verändern, sodass es als erfüllter und sinnhafter empfunden wird. Am besten ist eine tägliche Übung, die klein genug ist, dass sie auch wirklich in den Tagesablauf aufgenommen wird. Zum Beispiel ein paar Minuten und auch am Tag einen festen Ort und eine feste Zeit hat. So können wir Glaubenden auch sehen, auf vielfältige Weise einüben. Eine davon fällt dir sicher selbst ein im Blick auf dein Leben. Mit welchen Augen schaue ich mich selbst an? Mit welchen meine Mitmenschen? Wertschätzend oder abschätzig? Wohlwollend oder distanziert? Wohlwollend oder mit Abneigung? Gleichgültig, großzügig? Übung am Abend vor dem Einschlafen zum Beispiel. Es tut gut, im Alltag die Jesus-Beziehung zu vertiefen in einer Innenübung.
Am Abend, wenn ich den Tag noch einmal im Geist vorüberziehen lasse, vom Aufwachen an, würdige ich das Erlebte, indem ich es in den liebenden und wertschätzenden Blick Jesu halte. Vergleiche Johannes 1, 42. Und darin alles ansehe und so Gott übergebe. Dieses tägliche Gebet der liebenden Aufmerksamkeit empfiehlt Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien.